Es sieht aus wie ein Computerspiel, doch es ist in Wirklichkeit die Suche nach der geheimen Eintrittskarte von Bakterien in den menschlichen Körper. Das Ziel der Forscher? Sie wollen in Zukunft Heilungsprozesse beschleunigen. Das Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung, Abteilung Strukturbiologie. Forschungsschwerpunkt Listerien. Listerien sind Bakterien, die sich über die Darmwand in unseren Körper einschleusen können. Im System Mensch angelangt, können sie gefährliche Hirnhautentzündungen auslösen. Professor Dirk Heinz ist von den Tricks, die die Bakterien dabei anwenden, fasziniert und hofft, sie für therapeutische Zwecke einsetzen zu können. Eine besondere Eigenschaft der Listerien ist, dass sie, nachdem sie über die Nahrung in den menschlichen Darm gelangt sind, in der Lage sind, die wichtige Darmbarriere, das Darmepithel, zu überwinden, um sich weiter im menschlichen Körper auszubreiten. Und genau dieser Prozess interessiert uns. Das heißt, wir wollen verstehen lernen, wie es den Bakterien gelingt, diese wichtige Körperbarriere zu überwinden. Eine wichtige Rolle dabei spielen Proteine. Sie sitzen sowohl auf der Bakterienoberfläche als auch auf der Oberfläche der Darmzellen. Treffen die beiden passenden Proteine aufeinander, ist das für das Bakterium so gut wie eine Eintrittskarte in die Zelle. Die Wechselwirkung der beiden Proteine veranlasst die Zelle, sich zu bewegen. Sie stülpt sich um das Bakterium und holt sich den Feind selbst ins Innere. Dort kann sich das Bakterium dann ungehemmt weiter vermehren. Diesen Vorgang wollen die Forscher genauer untersuchen. In einem ersten Schritt isolieren sie daher die beteiligten Proteine von Bakterien und menschlichen Zellen. Bei den menschlichen Zellen ist ein Protein entscheidend, das als MET-Rezeptor bezeichnet wird. Das Gegenstück auf der Bakterienseite heißt Internalin B. Die Forscher bringen diese beiden Proteine gezielt zusammen. Die Proteinmoleküle gehen dabei die gleiche Verbindung ein, wie sie das auch im Körper tun, nur eben ganz ohne Bakterien und Zellen. Eine einzelne Verbindung können die Wissenschaftler jedoch nicht beobachten. Daher lassen sie das Proteingemisch unter speziellen Bedingungen zu einem Kristall wachsen. Darin sind die Proteinverbindungen milliardenfach in der gleichen Weise im Raum angeordnet. Sie bilden eine charakteristische Gitterstruktur. Je größer der Kristall ist, umso besser. Mit einer kleinen Schlaufe wird ein geeignetes Exemplar eingefangen. Der Kristall aus MET-Rezeptor und Internalin wird in eine spezielle Apparatur eingespannt, in der er mit Röntgenstrahlen beschossen wird. Das Kristallgitter lenkt die Röntgenstrahlen ab und diese abgelenkten Röntgenstrahlen werden wieder eingefangen. Sie ergeben ein charakteristisches Muster. Dieses Muster allein ist jedoch auf den ersten Blick wenig aussagekräftig. Erst am Computer entsteht daraus ein dreidimensionales Bild. Es zeigt den Umriss der einzelnen MET-Internalin-Verbindungen. Diesem Umriss müssen nun per Hand die einzelnen Aminosäurebausteine zugeordnet werden, aus denen die Proteine aufgebaut sind. Haben die Wissenschaftler dies geschafft, sehen sie alle Einzelheiten der verbundenen Proteine und vor allem, wie das Internalin B der Listerien genau an den MET-Rezeptor der Darmzellen ankoppelt. Die Struktur hat zum einen natürlich uns erstmalig gezeigt, wie die beiden Proteine überhaupt miteinander wechselwirken. Uns fiel jedoch auf, dass für die Wechselwirkung im Komplex jeweils zwei Internalin-B-Moleküle mit zwei MET-Molekülen wechselwirken. Das heißt, für die Aktivierung des MET-Rezeptors sind zwei Internalin-B-Moleküle erforderlich. Und wir kamen dann auf die Idee, ob es nicht gelingt, durch Kopplung von zwei Internalin-B-Molekülen aneinander eine stärkere MET-Rezeptoraktivierung zu erzielen. Und dies ist uns in der Tat gelungen. Die Forscher haben also ein neues Protein gebaut, in dem sie zwei Internalin-Moleküle fest aneinander gekoppelt haben. Dann haben die Wissenschaftler unter dem Mikroskop beobachtet, wie die Zellen mit dem MET-Rezeptor auf das neue Internalin-B2 reagieren. Je mehr die Zellen sich bewegen, desto stärker die Aktivierung. Ein weiterer Pluspunkt: Das neue Internalin lässt sich einfach und billig in Bakterienkulturen herstellen. Die Forscher haben damit die Möglichkeit, den MET-Rezeptor gezielt zu beeinflussen.
denn den besitzen die Zellen natürlich nicht, um Listerien-Eintritt zu verschaffen. Eigentlich hat er eine ganz andere Funktion. Also eine weitere Bedeutung des MET-Rezeptors liegt natürlich im Bereich der Zellregeneration, zum Beispiel Wundheilungsprozessen. Und auch hier haben wir natürlich mit dem künstlich gekoppelten Interleukin-B-Molekül ein mögliches Medikament zur Hand. Eine Einsatzmöglichkeit wäre, Interleukin-B2 in eine Salbe zu mischen. Aufgetragen auf die Haut würde sie dort die Wundheilung beschleunigen. Damit könnte zum Beispiel das offene Bein eines Diabetikers behandelt werden. Wundheilungsprozesse spielen natürlich auch bei anderen schweren Erkrankungen, wie zum Beispiel ein Herzinfarkt, eine wichtige Rolle. Man könnte sich vorstellen, dass man das Interleukin-B2-Molekül auch dort anwenden könnte. Da es jedoch bakteriellen Ursprungs ist, müsste es zunächst entsprechend verändert werden, damit es nicht gleich vom menschlichen Immunsystem erkannt wird, um schwerwiegende Immunreaktionen zu verhindern. Bis aus diesen Ergebnissen der Strukturforschung jedoch eine Therapie am Patienten entstehen kann, liegt noch ein langer Weg der Erprobung vor den Wissenschaftlern des Helmholtz-Zentrums für Infektionsforschung.